27 Knoten durch die Wellen. Wir nehmen euch mit. Hallo Brigitta, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz nervös. Warum? Ja, warum? Wir fahren da gleich mit dem Trimaran, der hinter uns ist. Dem Monster-Truck da hinter uns, genau. Wir sind ganz schön schnell. Ich weiß gar nicht, wo wir da bleiben sollen. Die nehmen uns heute als Gäste mit. Ja, die werden uns wahrscheinlich irgendwo festschnallen, damit wir auch nicht runterpurzeln und vor allen Dingen aus dem Weg sind. Und dann dürfen wir so eine Stunde mit denen hier so ein bisschen auf- und abfahren, bevor die dann richtig ins Training einsteigen. Ich bin sehr gespannt und ja, schauen wir mal. Wir sind Brigitta und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40, gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von Le Sable an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen. Also begonnen hat die ganze Geschichte damit, dass die Ciela Village, also dieser Trimaran, mit dem wir dann später mitfahren durften, einen Schaden im Mittelrumpf in der Crashbox hatte und dieser musste vom Wasser aus repariert werden. Also war die Crew auf der Suche nach einem kleinen Dinghy, nicht diese riesen Rips, die sie alle haben, sondern einem kleinen Dinghy, von dem aus diese Reparaturen gemacht werden konnten. Und da sind sie den Hafen einfach lang gegangen und haben gleich am Nachbarsteg, wo wir eben lagen, unser Dinghy gesehen und haben uns angesprochen, ob wir das ausleihen würden. Ich nach dem Motto, Segler helfen Segler, natürlich alles kein Problem. Und dann fragten sie noch, was wir dafür an Miete haben wollen. Miete interessierte mich nun nicht, aber mich interessierte natürlich, mal mitzufahren. Und dazu kam es dann auch. Hallo Hannes. Wir warten immer noch auf unseren Start. Das ist auch ein Schiff, sieht aber irgendwie anders aus als unser Schiff. Irgendwie echt spacig. It's up to you. Ja, so schnell kann es gehen. Und schon wurde aus einer Stunde ein halber Nachmittag. Not up to us. Yes. Sure. Irgendwas stimmt nicht mit dem Boot.
Alors, bah, c'est dur. Pour une dernière, c'est dur. Mais on reviendra quand même. Hein. Ah bah oui, 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 oui. Oui, on ne peut pas s'arrêter sur une note comme ça. Effectivement, les copains, ils sont un peu loin. Comment tu le sens cette zone de course pour les inshore? Bah, il y a un peu de mer et un peu de vagues, donc ça va.